Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Road to Glove Unboxing. Heute wieder mit den 10 Hydra Kisten, weil wer die letzte Folge gesehen hat, weiß auch warum. Und ich hoffe, dass die Episode besser wird als die letzte, weil sonst bin ich, ja, wenn ich jetzt, ne, ich sage einfach nichts dazu, sonst verschreie ich es zum Ende noch und dann, ja, GG. Ich hoffe, dass Pink muss jetzt mal drinnen sein. Okay, es ist immer schon mal Purple zu Beginn. Besser als bei der letzten Episode. Das muss man mal sagen. So, was haben wir dafür? Float, MW. Also eigentlich könnt ihr hier ja eh sehen, was letzte Episode so gezogen wurde. Es ist eigentlich alles nur Bullshit. Eine Frechheit im Prinzip. Für das, was kostet das? 22 Euro die Schlüssel. Oder 21 Euro die Schlüssel. Und... die Kisten habe ich, glaube ich, keine Ahnung, einen Euro. Im Großen und Ganzen 22 Euro für 10 Kisten und dann hebst du da auf, bekommst 9-mal Blue, 1-mal Purple und ja, GG. Aber ich glaube, das wird jetzt anscheinend auch nicht besser. Ich hoffe mal auf das Beste. Verhindert mir jemand auf mein Steam-Profile kommentiert, dass ihr mir viel Glück wünscht dieses Wochenende, dass da ein Drop kommt, aber okay, es ist Pink, aber die Darkbirds sind auch jetzt nicht so viel wert, kommt jetzt auf die Flow an, aber sie sind FN, ja, da können wir ruhig mal nachgucken, wo hier der Preis liegt, weil das weiß ich jetzt momentan nicht auswendig. 4,50, 4,80, sagen wir 4,50 momentaner Preis, es ist jetzt mal nicht schlecht. Aber ich glaube, besser wird es nicht. So, ich reibe einfach jetzt nochmal die Handschuhe. Ich hätte aber gerne die 5-7, aber ein Stat-Dip bin. Aber ich glaube nicht, dass ich die einfach so ziehen werde. Die muss ich mir jetzt traden. Die 5-7 wäre schon nice. Ich reibe sie mal. Weil Pink hätten wir jetzt ja schon mal ein Skin. Irgendwie, wie viel Purple habe ich jetzt eigentlich gezogen? Ich glaube, es ist der dritte schon. Eins, zwei, der vierte. Nee, das ist noch von der letzten Episode. Drei sind's. Ja. Da geht ja aber auch nur blau vorbei. Aber nur blau. Also von Profit kann man hier bei den In-Game-Cases schon lange nicht mehr reden. Aber gut. Wobei, bei der Road to Knife Unboxing habe ich ja übelst reingelackt. Zwar ja auch jetzt bei der 12. oder 13. Episode. Aber dafür ein Huntsman Marble Fate und mit dem bin ich dann im Großen und Ganzen dann auch wieder bei 0 raus. Oder mit Profit, glaube ich sogar. Müsste man sich jetzt dann ausrechnen, was ich sonst noch gezogen habe. Wie oft kommt noch die Max 7? Was ist da los? So, die letzte Kiste. Ich mach's jetzt einfach mal Blind Unboxing. Also ich halte mir jetzt die Augen zu und ja, nur auf das Geräusch. Denn so hatte ich schon das eine oder andere Mal reingelackt. Ich glaube, so habe ich sogar schon mal zwei Knives gezogen. Eins auf jeden Fall. Ne, zwei sogar, ja. Auch wieder blue. Wobei die Briefing, die könnte etwas... ja, ist minimal. Die ist minimal. Gut, war jetzt eigentlich auch nicht so nice. Pink, okay, das sind 5 Euro, da hatte ich Profit bei einer Kiste. Sonst war alles ein Abfall. Und das geht jetzt schon wieder länger so. Apropos, beziehungsweise wann kommt das Video raus? Ne, da ist das GW. Ist das GW wieder schon vorbei? Ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall... keine Ahnung. Nee, ich glaube, das ist schon vorbei, ja. Das ist nur Blue. Die ganze Zeit geht das schon so.
Aber wen erzähle ich es euch? Also, ihr wisst ja auch Bescheid, oder wie es abläuft. Und ich gucke immer da auf den Monitor, nicht in die Cam. Muss mich, das ist ungewohnt. Ja, okay. Dann über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Hilft mir auch. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Könnt ihr in den Kommentaren schreiben, ob ich bei der nächsten Episode auch wieder die Hydra-Kisten nehmen soll oder ob ich da die Handschuhe, also die Glove-Kisten, unboxen soll. Ihr dürft entscheiden. Und ansonsten abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und schaut, ich weiß jetzt, ich habe keinen Plan, wann das Video online kommt, aber irgendwann jetzt nach dem Video sollte dann der Ankündigungsvideo für den Adventskalender kommen. Schaut einfach mal vorbei, dann könnt ihr es nicht versäumen. Dann sage ich euch schon, bis zum nächsten Mal, euer Alex. Like you trying to get stuck in it.